Erik Ory, 1-2 hier in Locarno verloren. Zu Recht, würden Sie sagen? Unterm Strich ist natürlich, wenn man keinen Punkt holt, kann man jetzt nicht sagen, dass es unglücklich ist, dass sie gewonnen haben. Wir haben aber sicher in der ersten Halbzeit, finde ich, eine von den besten Spielen gemacht bis jetzt. Wir haben dominiert, wir haben die Mannschaft von Locarno eigentlich immer kontrolliert und haben viel Ballbesitz gehabt. Aber die zündende Idee war ja nicht dabei, sodass wir durch eine Unachtsamkeit in 1-0 ins Rücktreffen geraten sind. Zweite Halbzeit wollten wir noch einmal voll angreifen. Wir haben da ein bisschen den Faden verloren, zu schnell den langen Ball gesucht und dadurch ist viel Kraft und Energie verpufft worden. Und in einer von der Konter, die sie dann gehabt haben, haben wir das entscheidende 2-0 gegen uns bekommen. Und natürlich bitter, wir haben viel zu spät dann das 2-1 gemacht. Das war eher ein Geschenk vom Tormann, glaube ich, von Locarno. Aber trotzdem war die Zeit dann nicht mehr ausreichend, um noch das 2-2 zu machen. Jetzt waren ja eigentlich Torchancen für euch Mangelware. Woran hat das gelegen? Weil Locarno ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, defensiv gut zu stehen. Ja, eben wie gesagt, ich glaube, wir sind im Angriff allgemein ein bisschen zu wenig konsequent gewesen. Haben, ich glaube, oftmals ein bisschen falsche Entscheidung getroffen und sind dadurch halt auch zu nicht so vielen Goalchancen gekommen, näher ein bisschen Weitschuss gesehen. Ich glaube, das Goal, das wir gemacht haben, ist auch bezeichnend dafür. Schade. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl vor dem Match, aber so ist es natürlich bitter, wenn man mit leeren Händen heimfahren tut. Jetzt war Ihr Sieg eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Gefahr. Hätten Sie Vaduz denn so schwach erwartet? Nein. Es ist immer schwierig, jetzt die Gegner zu sagen, wegen die Gegner zu sagen. Aber für mich am meisten ist die gute Leistung von meinen Spielern. Die haben alles gegeben, die sind im Spiel mit Wille gekommen und die haben gut gespielt. Und der Gegner macht, was er kann. Und in diesem Tag, heute im Locarno, der Gegner hat nicht alles gemacht, um den Sieg zu erreichen. Aber auf die andere Seite haben wir eine gute Mannschaft gesehen wie Locarno.